Obwohl, jetzt ist auch schon alles egal. So viel Verspätung, wie ich habe. Ja, geh mal nicht so dicht an den Bürgersteig hier. An die Straße, meine ich. So, hier, ich gehe mal reparieren. Ah, die Rückspiegel sind wieder da. Ich werd verrückt. Ich habe falsch rumgedrückt hier schon wieder. Kinderfahrschein. Ja, kostet 90 Cent, ne? Was machst du um diese Uhrzeit hier überhaupt noch? Geh ins Bett. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen, dass ich reparieren kann einfach? Naja, Ewigkeiten halt nicht gespielt, ne? Oh, was denn jetzt schon wieder? Seid ihr nicht ganz dicht? Habe ich einen Laternenpfeil gestriffen oder was? Ja, jetzt stehen sie wieder alle an der Tür und wollen raus. Das ärgert mich halt besonders, weil vorhin war nix. Jetzt alles. Alles blöd. Moin. Wieso leuchtet denn die Haltestellenlampe noch? Ist er irgendwer nicht rausgekommen rechtzeitig? Naja. Hat er sie es halt Pech, ne? Musste hier aussteigen. Oh, oh. Warum hakt es eigentlich lustigerweise, wenn es hakt, immer an irgendwelchen signifikanten Stellen hier, wo ich aufpassen muss? Guten Tag. Guten Abend. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Großbereich. Ja, ja, 2,70. Vielen Dank. Bitteschön. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Ja. Ihr seid doch alle Inzestopfer, glaube ich. So. Weiter geht die wilde Fahrt hier mit Busfahrer Hightower. Alster Chaussee. Oh, da ist ja eine rote Ampel. Der Bus soll sich übrigens automatisch auch an die anderen Maps anpassen. Ich meine, der ist nur optimiert für Hamburg hier, so wie das alles aussieht. Mit dem ganzen Hochbahngedöns. Ja, aber man kann ja auch die Texturen und so alles austauschen. Also auch die vom Startbildschirm und so hier, von dem Ticket-Verkaufsgerät-Gedöns. Tag. Ach, wollen die jetzt alle eine Fahrkarte haben? Einmal Nahbereich daher. Sind 3,60 Euro. Danke. Bitte. Bitte einmal Nahbereich. Endlich mal einer, der nicht so groß bezahlt. Danke. Bitte. Bitte einmal Nahbereich. Jawohl. So, was sagt die Verspätung? 3 Minuten. Meine Fresse, nee. Und das bei so wenig Verkehr hier? Warum ist überhaupt so wenig AI-Verkehr? Das fällt mir jetzt erst auf.
Ah, ist ja nicht mehr weit, dann sind wir am Rathausmarkt. Ach, übrigens ist die rote Lampe jetzt weg, ne? Hm. Ja, keine Ahnung, was das war. Ah, dafür haben wir wieder eine rote Ampel. Mal wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bremse sehr stark eingestellt ist hier. Hier komm, du steigst schön vorne ein. Raus will ja keiner. Okay, I see, du willst nicht vorne einsteigen, dann steig halt hinten ein. Ja, guten Tag. Mach die Schotten dicht da hinten. Oh, ist es denn zu fassen? Die nächste rote Ampel. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja dafür, dass jetzt mal eine Haltestelle kommt, wo keiner rein und raus will, um mal wieder ein bisschen Verspätung rauszuholen. Alter! Guten Tag. Irgendwie wollte die Tür gerade nicht. So. Schaukelt denn der Bus so? Hm. Na, 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 na. Moin. Wie die auch von da hinten immer... Ja, guten Tag. Einmal den Nahbereich, jawohl. Bitte. Einzelfahrt Großbereich. Danke. Bitte. Ah, verdammt, gerade die Phase verpasst. Schaffe ich das noch? Ich mach noch mal schnell. Nein. Ah, hat noch gepasst. Ach, jetzt wäre ich fast auf die falsche Busspur gefahren hier. Hätte auch was gehabt. Schön in den Gegenverkehr rein. So. Ach so, ach Gott, jetzt habe ich geträumt. Ist doch hier schon lange grün. Das Busfahrer grün, der senkrechte Strich. Ah, hier will schon wieder jemand raus und rein wollen sie auch. Wird wohl nichts mehr mit Verspätung rausfahren. Obwohl, jetzt haben wir nur noch 1,50. Was blinke ich hier überhaupt? Hier ist ja eh kein anderer Verkehr. Moin.
Na, guten Abend. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Ja, das kriegen wir hin. Dann gibt es auch 3,60 Euro zurück. Danke. Bitte. Mal ein bisschen aufs Gas treten hier. Oh, ist ja hier rot. Wo muss ich lang? Nach links. Ach nee, ich hätte aber auf die rechte Spur wahrscheinlich gemusst, weil da gleich die Bushaltestelle kommt. Ah! Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum da die Busampel war. Steht denn hier einer neben mir? Nö. Aber bis die da alle durchgefahren sind und die Ampel grün wird, steht bestimmt einer neben mir. Ja. Ja, da kommt doch schon einer an. Ach nee, da passt gar keiner durch. Ja, das ist ja auch ganz gut. Oh, grün. Einfach mal dreist hier über zwei Spuren rüber. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Wieso eigentlich guten Tag? Es ist schon Abend. Gut, vorne will keiner rein. Hinten dürften jetzt auch allein und ausgestiegen sein. Dann geht's weiter mit unseren 3 Minuten Verspätung. Der hätte mich ja ruhig mal rauslassen können, na. Rapid Transit Lines. Ah ja. Wo hält man hier eigentlich an? Weil rechts ist ja eigentlich Radweg. Hält man dann auf dem Radweg oder hält man hier auf dem... Ich halte jetzt hier einfach mal an. Sonst habe ich immer ganz rechts... Was? Nürburgring? Ja, weil ich so stark gebremst habe, ne? Gut, die wollen hier nicht mit. Na, was ist mit der dritten Tür da hinten schon wieder? Ja, die klemmt ein wenig anscheinend, die Tür. Ist jetzt wieder alles leer oder was? Ja. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt, Übergang zur Linie 3. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Next stop, Rathausmarkt. Please exit here for town. Hä? Ist mein Licht aus? Nee. Also ich muss mal bei Gelegenheit die Bremseinstellung hier umändern. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meinen Einstellungen am... Achso, Terminus. Ob es an den Einstellungen vom...
von meinem Pedal liegt oder ob es direkt an den Busseinstellungen liegt. Fahrt in einer Minute. Nee, zurückfahren wollen wir nicht. So, Fahrtende. Bitte nicht einsteigen. Dürfte dann ja jetzt auch draußen dran stehen, ja. Dann brechen wir dann mal den Fahrplan ab. Möchten Sie den? Ja, möchte ich. Gut. Warum habe ich eigentlich Manfred als Busfahrer? Ist das jetzt in Hamburg so, ja? So, gibt es hier irgendwo einen Platz, wo ich meinen Bus hinstellen kann? Nö, ich lasse den hier jetzt einfach stehen. Nach Abrüsten. Gang raus. Handbremse anziehen. Licht aus. Achso, Dienstende muss ich wahrscheinlich noch machen hier. Gibt es hier sowas wie Dienstende? Nö. Sie haben keinen Fahrplan aktiviert. Ja, ach nee. Hauptmenü. Dienst. Oh, was ist ein Kassensturz eigentlich? Einnahmebetrag 32,79 Euro. Ist ja auch cool. Sonderziel. Ah. Scheiße. So, 971. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, auch wenn die Fahrt sehr hakelig war. Und ich bin ein Bus. Ja. Ach, wieso ist denn... Hä? Wo zur Hölle habe ich denn das Stand? Das ist sehr schön, dass der Bus Tagfahrlicht hat, aber warum ist es an? Und warum ist hier... Hä? Achso, Türen sind auch noch auf hinten. Kann ich jetzt die Elektrik ausmachen? Ich bin verwirrt. Egal, dann sage ich jetzt hier einfach Tschüss, Winke, Winke und Bye-Bye. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, lasst einen Kommentar da. Und falls ihr Tipps habt oder so, schreibt es auch in die Kommentare. Ich weiß, dass hier... Das alles sehr hakelig war gerade. Also nicht die ihr wisst schon, die Fahrt an und für sich. Wie ging das hier eigentlich nochmal mit dem? Irgendwie konnte man das Ding hier auch aufmachen. Da muss man irgendwas drücken. Ach, keine Ahnung. So, tschüss jetzt.